Grüßt euch. Heute geht es bei den Hausbauanleitungen um die Bürgermeisterförderung. Ja, ihr hört richtig, es gibt es wirklich. Ich habe das natürlich gegoogelt und bin auf so ein Portal mit Datenbank gestoßen, wo da die ganzen Förderungen da drin stehen, in welcher Ort was halt anbietet. Bin natürlich hier in meine Region gegangen, habe da mal geguckt. Gleich der erste Treffer drauf. Und da sehe ich so, ja, wir fördern euren Grundstückskauf mit 1,50 Euro pro Quadratmeter. In einer Region, wo der Quadratmeter ungefähr 200 kostet. Da habe ich mir so gedacht, okay, recht lausige Geschichte. Habe dann halt weitergeguckt und dann ging es dann los, ja, wir fördern 11 bis 16 Euro. Und das ist dann schon mal eine andere Ausnahme. Da reden wir also von fast 10% eures Grundstückspreises. Ja, war es so. Und die haben da, habe dann halt festgestellt, dass die Fördermöglichkeiten da ganz, ganz unterschiedlicher Natur sind. Ja, es gibt Festbeträge, es gibt auch teilweise zinsvergünstigte Kredite. Gerade beim Grundstück versucht man euch zu helfen. Also da ist richtig was los. Es sind ungefähr 750 Orte dabei, die das machen. Macht also nicht jeder. Und ihr müsst halt einfach schauen, ist einer davon für euch dabei, wo ihr das Ganze abgreifen könnt. Ich poste euch unten den Link hinein, wo ihr diese Abfrage machen könnt, sodass ihr ganz einfach schauen könnt, welche Kommune in eurem Ort oder im umliegenden Ort oder so fördert was, sodass ihr einen schönen Überblick bekommt. Für mich eigentlich eine recht interessante Sache und wir brauchten sie allerdings nicht, weil wir haben ein sehr günstiges Grundstück bekommen auf einem anderen Weg. Das hat gepasst. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Bürgermeisterförderung.